Videoblog Malaysia Rennen. Ja, also ist aber natürlich viel los jetzt am Wochenende. Ohne Ende. Bin echt durch zwei geteilt. Also hauptsächlich bin ich jetzt enttäuscht, weil ich wäre halt sehr, sehr gerne voll durchgefahren am Ende des Rennens. Aber ja, also nochmal zurück zum Wochenende. Also erstmal im Qualifying ging es richtig gut im Trockenen. Das war auf jeden Fall super. Dann hat es halt geregnet. Am Ende haben wir nicht das Beste rausgeholt. Dann Sechster. Trotzdem dann im Rennen super schnell. Ja, also immer die Red Bulls da direkt vor mir gesehen. Das war echt ein Hammergefühl. Und also das war echt toll, ja, auf jeden Fall. Immer in Schlagdistanz und habe echt dran geglaubt. Also das, so warum nicht sogar gewinnen, ja, weil der Speed war gut. Sogar einen kurzen Fight auch nochmal gehabt mit Sebastian. Das war richtig eng, der Boxenausgang, aber zu dem Zeitpunkt war er dann doch ein bisschen schneller und hat sogar den Lewis geschnappt. Ja, also lief eigentlich alles nach Plan bis zum Ende, wo ich dann auf Lewis aufgefahren bin. Und anfangs hab ich's versucht zu überholen. Zweimal hat aber nicht geklappt wegen dem Doppel-DRS. Und dann kam Funkspruch vom Team halt, dass ich Position halten soll und auch ein bisschen mehr Sprit sparen sollte. Aber alles noch im grünen Bereich und Lewis hat halt mega Spritsparprobleme gehabt. Also, ja, und das war dann halt, dann habe ich entschieden, dass dem Team zu folgen, weil ich natürlich auch verstehe, dass das fürs Team jetzt ein Hammer-Erfolg ist und die wollen jetzt nicht irgendwelche, also die wollen wirklich das Risiko absolut minimieren, weil wir hatten eine sehr, sehr schwierige Zeit jetzt hinter uns und da war dritter, vierter natürlich ein echt tolles Ergebnis für uns und da habe ich dann entschieden, die Teammeinung zu respektieren und bin natürlich enttäuscht darüber, weil hätte natürlich voll gern durchfahren wollen, ja, in Richtung Red Bull. Wer weiß, wie nah ich reingekommen wäre, aber egal. So, trotzdem, wenn ich das irgendwann mal verdaut habe, die nächsten Tage, dann werde ich auf jeden Fall denken, cool, mit dem Auto jetzt die nächsten paar Rennen, da ist richtig was möglich, ja, und ich werde voll auf Angriff blasen und dann werde ich mich auf jeden Fall auch darauf freuen, jetzt auf die Zukunft. Also, drückt weiter die Daumen bitte, bis bald.